Hallo meine Lieben, heute erkläre ich euch die 5 schlimmsten Abnehmfehler. Bleibt dran bis zum Schluss. Bis gleich. Wie schön, dass ihr wieder heute eingeschaltet habt. Ja, ihr Süßen, ich werde ja immer wieder gefragt, Linda, gib uns doch mal ein paar Tipps zum Abnehmen oder wie kann ich mein Gewicht halten? Ich habe schon so viel ausprobiert, ich höre immer wieder die dollsten Geschichten. Vor allem höre ich sehr, sehr oft das Thema, ich habe jetzt bereits 5 Kilo abgenommen mit der Diät und ja, es passiert nichts mehr, ich bleibe da stehen, wo ich gerade bin und sogar teilweise nehme ich wieder an manchen Tagen 1-2 Kilo zu und oh Gott, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Fehler Nummer 1 ist absolut der Wasserhaushalt. Das ist so wichtig, dass ihr wirklich genug trinkt. Guckt, dass ihr mindestens 2,5 Liter am Tag trinkt, egal ob Sommer oder Winter. Im Sommer am besten sogar noch ein bisschen mehr, erst recht, wenn ihr Sport treibt. Aber wenn man teilweise zu wenig Wasser getrunken hat, denkt der Körper tatsächlich, er verdurstet und der Körper fängt an, Wasser einzulagern. Und als Mutter sowieso, erst recht die Frauen, die auch stillen. Da ist das ganz, ganz wichtig, dass man wirklich genügend trinkt, denn die Zellen, das gibt ja so einen Spruch, die Zellen müssen schwimmen. Ich habe hier mal so ein Bild eingeblendet, das ist eine Trinkflasche, die ich immer habe, die benutze ich gerne im Sommer. Die gibt es in ganz vielen Farben, ich werde euch diese mal verlinken unten in meiner Infobox. Ich habe diese Flasche in Pink und die kannst du im Sommer voll cool befüllen mit ganz viel Obst, mit Erdbeeren, mit Kiwi, mit Ingwer. Alles Dinge, die den Stoffwechsel anregen und dann lagert ihr auch kein Wasser ein. Ihr müsst wirklich viel trinken, damit der Körper auch entspannt ist und weiß, alles klar, ich bekomme genug, ich verdurste nicht. Das Wasser sorgt auch dafür, dass ihr eine gute und angenehme Wärmeregulation habt im Körper. Wenn ihr ständig friert, ist es auch ein Anzeichen dafür, dass ihr zu wenig trinkt. Und Wasser hilft auf jeden Fall beim Abnehmen und es reduziert sogar auch noch den Appetit. Also haut euch Wasser rein, was das Zeug hält. Kommen wir nun zu Fehler Nummer 2. Ihr Lieben, ihr seht hinter mir Zucker, ganz großes Thema. Zucker ist in so vielen verarbeiteten Lebensmitteln enthalten. Teilweise ist uns gar nicht bewusst, was ist alles verarbeitet und was nicht. In sämtlichen verarbeiteten Lebensmitteln finden wir sehr, sehr hohe Gehälter an Zucker, aber auch Salze. Er ist natürlich ein super Energielieferant, gerade wenn man merkt, man ist völlig hungrig und man hat jetzt vielleicht nicht geschafft zu frühstücken, man startet einfach so in den Tag und ja, irgendwann merkt man auch, man ist matschig im Gehirn, man ist nicht aufnahmefähig und das Erste, was wir dann machen, ist, wir greifen zu verarbeiteten Lebensmitteln, mal einen kurzen Gang zum Bäcker, ganz schnell sich mal kurz ein Brötchen holen und dann wird sich dieses Brötchen reinknallt. Auch ein Brötchen besteht aus sehr, sehr viel Kohlenhydraten und diese Kohlenhydrate wandelt der Körper um in Zucker. Und Zucker setzt sich wo an? An Hüften und überall da, wo wir es überhaupt nicht gerne hätten. Es ist so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir unverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Am besten in Form von Reis, Wildreis, Kartoffeln. Und wenn ihr Brot euch selber backt oder Brot kauft, guckt darauf, dass es wirklich ein Brot ist mit wenig Zucker. Teilweise werden auch Brote, die sehr dunkel sind, müsst ihr darauf achten in den Zutaten, da ist auch sehr häufig, findet ihr darin Zuckercouleur und das ist eine Lebensmittelfarbe, die das schöne Brot auch dunkel färbt und man denkt, ach, da habe ich ja was ganz Gesundes. Versucht Lebensmittel zu kombinieren, die nicht verarbeitet sind, die clean sind und die kombiniert ihr. Wir brauchen eigentlich kaum Kohlenhydrate, außer vielleicht 20 Gramm am Tag und ja, Kohlenhydrate, das ist nochmal so ein Thema für sich. Dazu kommen wir jetzt. Fehler Nummer 3. Ihr Lieben, das ist mein Frühstück von heute Morgen. Auch wieder mal ein Avocado-Brot. Ich mache das immer so, ich bin jetzt ja oft gefragt worden von euch, Linda, was frühstückst du? Ich frühstücke morgens immer im Grunde dasselbe. Ich habe immer so Phasen. Dann esse ich ganz lange irgendwie Müslis, Haferflocken oder jetzt habe ich eine Phase seit ein paar Monaten. Ich esse immer mein getoastetes Roggenbrot oder Vollkornbrot und dann mit ein bisschen dünnen Frischkäse drauf. Klecks Olivenöl, meine Avocado, eine halbe Avocado und eine ganze Tomate. Und ich habe immer an der Seite meine Pinienkerne, die knall ich da auch noch mit drauf. Und ja, dann auch noch ein bisschen Salz dazu. Und dann bin ich eigentlich ziemlich lange satt, weil Fett ist ein sehr guter Energieträger. Und in der Kombination mit den Kohlenhydraten hält mich das morgens vor allem fit. Denn ich muss sehr viel leisten als Mutter, kann ich nicht einfach so in den Tag starten und mir dann zwischendurch mal hier was holen, da noch was schnubbeln. Und dann hat man ganz, ganz schnell die Kilos drauf und das wollen wir überhaupt nicht. Wir merken das teilweise gar nicht, da wir so oft im Brass sind. Ja, und da kann ich euch nur dazu raten, macht euch morgens ruhig ein kohlenhydratbewusstes und betontes Frühstück, welches eine recht relativ hohe Kaloriendichte hat, aber trotzdem mit Bedacht.
Und das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie man bedacht in den Tag startet. Dazu noch schön eine Tasse Kaffee, am besten ungesüßt. Wenn ihr nicht auf Zucker verzichten könnt, greift zu Agavendicksaft. Es hat zwar dieselbe Kalorienmenge wie normaler Zucker, aber es ist wenigstens pflanzlich. Und dann habt ihr nicht so dieses Raffinierte mit dabei, also diesen raffinierten Zucker. Oder wenn ihr Tee trinkt mit Honig, aber versucht da auch wirklich reduziert zu sein, denn der Körper gewöhnt sich dran. Auch das Süßen der Getränke kann man trainieren. Denn wenn man immer seine Getränke gesüßt trinkt, dann verliert man oft auch den Geschmack für ja, den eigentlichen Sinn dieses Getränkes. Und das ist auch ein bisschen schade drin. Zum Beispiel, wer jetzt einen gesunden Tee trinken möchte, aber ihn süßt, ja, haut sich denn selber eigentlich damit wieder raus aus der gesunden Liste. Und das wäre ja echt ein bisschen schade drum. Versucht vielleicht nach und nach den Zuckergehalt sukzessiv zu reduzieren. Das schult auch wieder eure Geschmacksknospen, eure Geschmacksnerven und es ist auch besser für den Körper, auch für den gesamten Fettstoffwechsel. Jegliche Art von Zucker, ob es jetzt Agavendicksaft ist oder Stevia ist oder eine andere Zuckerersatzstoffquelle, das hemmt trotzdem den Fettstoffwechsel und ja, macht es euch auch schön. Ich weiß, morgens hat man nicht viel Zeit, gerade wenn man die Kinder fertig machen muss, in die Schule bringt oder in den Kindergarten bringt. Aber vielleicht, wenn ihr die weggebracht habt, dass ihr euch dann kurz hinsetzt für eine halbe Stunde, macht es euch schön, das Auge ist mit. Es ist auch gut für eure innere Einstellung, für den Start in den Tag, dass ihr auch etwas Ruhe kurz getankt habt, euch etwas Gutes getan habt und dann eurer normalen Tätigkeit nachgeht. Kommen wir nun zu Fehler Nummer 4. Ja, da haben wir es. Fehler Nummer 4, das Salz. Ganz gefährliches Thema. Ein absolut wichtiges Element im Körper. Wir können ohne Salz nicht leben. Wir brauchen Salz, aber wir nehmen zu viel Salz zu uns. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt maximal 6 Gramm Salz pro Tag für einen Erwachsenen. Und für Kinder, Kleinkinder vor allem, sind es maximal 2 bis 3 Gramm. Und jetzt schaut euch mal bitte die Ernährung an eurer Kinder. Da ganz kurz ein Augenmerk drauf werfen. Ich habe letztens auch einfach dem kleinen Noah hier mal ein paar Brezeln gegeben, da waren wir noch einkaufen beim Aldi, hat er sich da noch mal eine Brezel gedrückt. Dann isst er noch eine Milchschnitte hier und dann noch mal irgendwie ein Fruchtquatsch da. Also es ist so fatal, gerade so am Wochenende, in der Nachbetrachtung, was der kleine Mann so gegessen hat. Da habe ich drüber nachgedacht und eigentlich bin ich doch recht bedacht. So, viele aber da draußen wissen teilweise gar nicht, was gebe ich den Kindern? Ist das eigentlich alles wirklich so gesund? Und ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel? Erstmal für die Zahngesundheit, zweitens für den ganzen Organismus. Der Geschmackssinn wird auch darauf geschult, dass nichts schmeckt, wenn es nicht salzig genug ist und wenn es nicht süß genug ist. Ja, und das ist natürlich jetzt auch ein Thema, da müssen wir wirklich darauf achten als Eltern, dass wir die Kinder nicht in eine falsche Spur lenken, die Geschmacksnerven so darauf trainieren, dass den Dinge einfach nicht salzig genug sind, dass sie ständig nachsalzen möchten, auch später im Leben und auch, dass sie immer denken, das ist mir nicht süß genug. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt der verarbeiteten Lebensmittel. Und da müssen wir wirklich gucken, auch gerade jetzt, wenn wir kleine Kinder haben, dass wir diese Kids auf die gerade Spur bringen. Ich bin auch nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Auch wenn ich noch so geschult bin und informiert bin und voller Wissensstrecke, was diese Dinge angeht, immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich dem Kleinen hier nochmal kurz zwischendurch im Auto was gegeben habe, damit er ruhig ist. Ein absolut fataler Fehler, dieses Salz, denn es bindet auch wieder Wasser im Körper. Also da sind wir wieder bei Punkt Nummer 1, Wasserhaushalt. Das heißt, auch da wieder denkt der Körper, er verdurstet, wenn wir ihm zu viel Salz zuführen. Früher war Salz natürlich ein absolutes Luxusprodukt, heute haben wir es en masse und wir streuen es sogar auf die Straße, wenn es uns zu glatt ist. Also da müssen wir echt auch sehr, sehr bedacht mit umgehen. Ja, ich bin da auch kein gutes Beispiel, ich muss auch ständig, habe ich den Salzstreuer in der Hand und okay, dafür denke ich mir, dafür habe ich viele andere Dinge sehr gut im Griff. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 5. Ja, der leckere Kuchen, den habe ich am Wochenende gemacht. Alle, die gerne wissen wollen, was ich so esse und was ich für Sport treibe, der guckt kurz auf Instagram. Und das ist auch Punkt Nummer 5 auf jeden Fall. Ja, Kohlenhydrate und das Thema Cheat Day. Cheaten an sich. Ich höre immer wieder in sämtlichen Diäten, legt euch einen Cheat Day rein, damit der Körper auch wieder Lust hat, etwas zu verändern, weil wir müssen dem Körper ja neue Reize geben, aber bitte nicht cheaten. Oder ein Cheat Day vor allem. Cheat Days sind nichts anderes als totale Fresstage, indem man sich völlig überlädt, indem man das, was man vorher gemacht hat, die ganze Woche total zunichte macht. Man füllt die Fettzellen wieder komplett auf und man fühlt sich danach auch wirklich mies. Also ich
halte von sowas überhaupt gar nichts. Also maximal ein Cheat Meal. Das könnt ihr euch natürlich gönnen. Spart euch diese Cheat Meals auf, wenn ihr eingeladen seid, wenn ihr einen Geburtstag feiert oder wenn ihr selber mal am Wochenende Lust habt, einen Kuchen zu backen, dann macht es. Verzichtet auf nichts. Also das ist so, so wichtig, dass man da nicht immer meint, ja, ein Cheat Day ist total in Ordnung. Sehe ich überhaupt nicht, denn alles, was ihr praktisch entleert habt, ist dann wieder aufgefüllt. Die ganzen Glykogenspeicher sind wieder aufgefüllt, die Leber ist dann wieder am Arbeiten. Und der Fettstoffwechsel sinkt wieder komplett ab. Damit hemmt ihr den Fettabbau und ja, im Grunde genommen geht es euch dann auch echt miserabel bei. Also man soll sich auch nicht kasteien und geißeln, das macht auch überhaupt keinen Sinn, bin ich auch überhaupt kein Freund von. Wenn ich Bock habe, irgendwas zu essen, dann mache ich das. Das ist so wichtig, dass man immer den Ausgleich hat. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei meinem Bonuspunkt Nummer 6, die Bewegung. Ohne Bewegung funktioniert das Ganze sowieso nicht. Ich höre so oft, ja, ich habe auch irgendwie hier 10 Kilo abgenommen und das Ganze auch sogar ohne Sport. Ja, aber du hast wieder zugenommen, oder? Also das ist so wichtig, dass man trotzdem immer die Bewegung einbaut, dass das eine absolute grundlegende Eigenschaft ist, die, genau wie Zähne putzen, dass man das so in den Tag integriert, dass das Training, das Workout so dazugehört. Diese paar Minuten, 15, 20 Minuten am Tag, das sollte eigentlich ein fester Bestandteil eures Tagesablaufs sein, auch als Mama. Geht laufen, geht zu Hause an eure Kurzhanteln, macht ein paar Übungen. Ich meine, bei mir auf dem Kanal findet ihr mittlerweile, glaube ich, 50 Fitnessvideos zum Thema Schwangerschaft oder Rückbildung oder sonstige Fitnessvideos. Guckt, dass ihr das wirklich in den Tag integriert. Es ist eine totale Lebenseinstellung. Diese Haltung ist wichtig, dass man nicht sagt, okay, ich schiebe das jetzt auf und fange jetzt morgen an oder ah, ich habe jetzt noch hier Karneval, ich fange danach an. Warum fangt ihr nicht direkt an? Was hindert euch daran? Es gibt gar keinen Grund, auf irgendetwas zu warten. Ihr fühlt euch gerade nicht wohl, euch ist bewusst, ihr wollt vielleicht abnehmen oder den Körper straffen oder irgendwie noch das untere Bauchfett wegbekommen, so das letzte bisschen oder sowas. Und ja, dann fangt direkt an. Es ist eine absolute Lebenseinstellung. Zu dem Punkt komme ich immer wieder in meinen Videos, weil das ist immer eine Einstellung. Entweder ihr wollt es oder ihr wollt es nicht. Und selbst wenn ihr mal Erfolge hattet beim Abnehmen und wieder alles zugenommen habt, dann fragt mich mal kurz, warum. Warum muss ich das ändern? Diese paar Punkte, die ich euch gerade genannt habe, die führen wirklich dazu, dass man oft stagniert beim Abnehmen, dass man das Gewicht nicht weiter reduzieren kann oder dass man halt wieder zugenommen hat über diesen blöden Jojo-Effekt. Macht es einfach. Einfach machen ist die Devise. Nicht, ich habe keine Zeit, ich muss aber noch das und das erledigen. Macht es einfach. Es ist eine grundlegende Einstellung. Ja, wenn ihr es nicht schafft, geht einfach spazieren. Wenn euch Sport so keinen Spaß macht, dann sucht euch irgendetwas, was euch Spaß machen könnte, was mit Bewegung zu tun hat. Die innere Einstellung ist der absolute Weg zu eurem Ziel. Sonst erreicht ihr eure Ziele nicht. Und diese Einstellung ist eine Lebenseinstellung und die sorgt nicht nur dafür, dass ihr euch vielleicht besser fühlt in eurem Körper, sondern ihr werdet auch gesünder dadurch. Entzündungswerte gehen runter. Ihr fühlt euch auch einfach resistenter, weil ihr irgendwie spürt, ihr habt mehr Kraft und diese Kraft, die legt sich auch wieder in eure Gedanken und ihr werdet auch mental stärker, ihr werdet euch besser im Alltag durchsetzen können, Probleme sind besser lösbarer und auch so kommt ihr einfach besser durch den Tag und nichts haut euch so schnell um, weil ihr einfach eine Stärke entwickelt, die von innen herauskommt, ja. Und was ist schöner als eine strahlende Mama? Ja, es ist ein Weg, den man beschreiten kann, aber dafür bin ich auch da. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann immer her an mich herantragen. Ich freue mich auf all eure Kommentare und was ihr noch so für vielleicht Ideen habt, was noch ein Fehler sein könnte. Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Und wer noch nicht mein Beckenbodenprogramm hier gesehen hat, es ist auch unten verlinkt, der sollte mal kurz draufklicken. Ich habe ein eigenes Beckenbodenprogramm kreiert, das ist jetzt online und ja, es ist zum Download verfügbar, es ist mein allererstes Programm. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf, macht's gut, eure Lena, tschüss und bye bye.